Ja, good morning in the morning. Ja, was heißt morning? Wir haben irgendwie 11:30. Ich hab lange gepennt. Ich habe jetzt heute Morgen ein bisschen E-Mails gecheckt, dies, das, ein paar Arbeiten am PC gemacht, muss ja auch weitergehen. Da bleibt ja nicht alles, es bleibt ja nicht alles stehen, weil ich weg bin, sondern es geht ja alles weiter, also muss ich mich da auch nochmal um ein paar Sachen, oder musste mich um ein paar Sachen kümmern. So, jetzt heißt es schnell ab unter die Dusche, der André kommt mich um 12 abholen, dann geht es zum Mittagessen. Ja, also Leute, auf geht's in den Tag, mal gucken, was mich heute so alles erwartet. Ja, ach, Neuigkeiten. Weiß ich gar nicht, ob ich das gestern gesagt habe. Der André hat für mich einen Gig hier klar gemacht, so einer Lounge. Und ja, da haben wir um 16 Uhr den Termin, um alles anzuschauen, wegen Equipment etc. pp. Und ja, dann gibt es einen Kontakto sogar hier in der Ukraine, in der Lounge. Ja, freue ich mich drauf. Vom Sound her wird es hier in der Ukraine nicht ganz so hart. Also ich werde in der Lounge Melodic Progressive spielen. Und da habe ich richtig Bock drauf, weil das ist dann auch wieder eine kleine Referenz, die ich mitnehmen kann. Von daher passt das. Ja, dann steht ja noch eventuell mit dem Lost Place da an. Ja, was noch? Ja, dann wollten wir sondern gehen. Irgendwie, ja, ich bin ja jetzt in Sumy, das ist ja 45 Kilometer von der russischen Grenze. Kann auch sein, dass wir mal kurz nach Russland rüberfahren. Wie gesagt, ja, ich freue mich jetzt hier auf die nächsten 7 Tage in Sumy und ja, mal gucken, was mich erwartet. Mahlzeit. So Leute, André hat mich zu einem Lost Place gebracht. Ich will aber nicht über den Zaun springen. Hinter mir, das ist irgendwie so ein altes Open-Air-Theater. Und das Ding sieht doch mal richtig scharf aus. Jetzt checken wir hier, dass ich dann hier ein cooles Set spielen kann. Ja Leute, da hat der André mich aber wirklich an einem schönen Lost Place gebracht. Gefällt mir richtig gut hier. André, erklär mal kurz, bitte. Also hier war ein Eisstadion geplant. Man hat mit dem Bau irgendwann mal Anfang 80er Jahren angefangen, aber nie fertig gebaut. Mit dem Zusammenbruch von Sowjetunion ist es einfach so geblieben, wie es jetzt ist. Ja, also nun die Einheimischen nennen diese Stelle Hiroshima, weil das sieht wie ein total verbombten, Stelle oder wie auch immer. Ja, so dann drehen wir uns mal hier. Hier sind die Türme. Ich denke fürs Bühnenbild, also für mich kommt jetzt in Frage so, wirklich direkt mittendrin in der Mitte hier irgendwo im Grünen, keine Ahnung.
So könnte ich mir vorstellen, hier das Set aufnehmen, dann mit der Drohne rundherum. Ja, André, schöner Lost Place, gefällt mir. Also Leute, Lost Place Techno wird kommen. Hier in so einem, wie heißt das, Business Lounge? Nee, das ist, der Laden heißt Sascha. Ja. Auf Deutsch übersetzt, das ist wie sagt du, Staub, der aus der, wenn was abbrennt, alles, was übrig bleibt. Ja, die Asche. Die Asche, also der Laden heißt die Asche, deswegen ja. Ist alles eher schwarz. Ja. Das ist eine der angesagtesten Restaurants in Sumi. Mhm. Ist normalerweise ziemlich teuer. Aber in der Businesszeit, also in den tagsüber, kriegt man hier einen sogenannten Business Lunch. Quasi komplettes Essen für wenig Geld, aber auf Niveau vorbereitet. So, jetzt darfst du mal probieren. Ja, also fangen wir mal mit an. Hier ist die Vorspeise. Ist wieder so ein einheimischer Salat und ja, guten Hunger. So, jetzt ist die zweite Runde gekommen. Ich habe einmal eine Bouillon und André hat Fischsuppe. Jawohl. So. Es gibt auch Fisch drin für den Preis. Jetzt probieren wir mal kurz die Bouillon hier. Sehr, sehr lecker. Jetzt darf ich einmal beim André die Fischsuppe probieren. Auch sehr lecker. Ja. Also, guten. Wie gesagt, für 4,50 ich komme da immer noch nicht drüber. So, dann, jetzt kommt das Hauptgericht. Wie gesagt, der André hat schon gesagt, sind halt nicht so große Portionen, aber ich sage ganz offen und ehrlich, mein Sättigungsgefühl ist auch schon da. Mit dem Salat, dann dem Bouillon. Jetzt habe ich hier Reis mit Lamm. Und André hat... Also bei mir, das ist der Beef Stroganoff. Ja. Kennen viele eigentlich, ich dachte, kennen alle, aber den Nino nicht. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, guten Appetit und mal gucken, ob es schmeckt. Und? Oh, die Soße. Sehr lecker. Und du hast jetzt so Püree, ne? Püree, Kartoffelpüree. Oh, auch lecker. Ja. Also, tippitoppi. Und das immer noch für 4,50. Ich komme da nicht drüber. Ja, dann melde ich mich mal heute mit dem Handy. Ich pfeife den Kopf. Hab die GoPro beim André im Auto vergessen. Heute war wieder ein sehr, sehr schöner, anstrengender Tag. Wir waren in Lost Place gucken, wo ich mein Set spielen kann. Dann waren wir noch so bei so einem Freilichttheater, aber das sieht auch schon sehr lost aus, ist aber nicht lost, aber trotzdem geil, da schraube ich dann vielleicht auch ein Set. Dann war ich heute Soundcheck machen im Club. Das hat auch alles gepasst. Ja, dann habe ich mich ein bisschen vorbereitet auf das Set. Oder bin mich am Vorbereiten auf das Set, was wir oder was ich dann am Freitagabend spielen werde. Ja, also wie gesagt, ich wollte einfach nur hier mich verabschieden, eine gute Nacht wünschen. Und ja, morgen früh geht's dann raus zum Sondeln. Da bin ich auch gespannt, was hier in der Ukraine knallt oder was nicht knallt. Also ich freue mich. In diesem Sinne, ich glaube, der dritte Tag geht zu Ende.
Tschüss zusammen. Gute Nacht. Dann sage ich mal einen schönen guten Morgen zum Tag 4 in der Ukraine. Ja, neben mir sitzt schon der General Andy. Andreas, General Andreas. Und ja, Andreas, heute gehen wir sondeln. Ich freue mich drauf. Ja, wenn wir ein paar schöne freie Felder finden, aber das werden wir auf jeden Fall tun. Bin selber gespannt, weil wir fahren dort, wo ich noch nie gesondelt habe. Wir holen noch einen Kumpel von mir, der extrem erfahren ist und schon einige schöne Sachen gefunden hat. Und er hat uns versprochen, ein paar schöne Orte zu zeigen. Wir stehen jetzt hier nach ungefähr 2 Stunden. Sergej? Sergej. Sergej haben wir abgeholt. Das ist der Kumpel vom André. Der Sergej, wir sind auf einer römischen Siedlung. Und jetzt bist du bitte dran, André. Ja, wir sind jetzt auf einer römischen Siedlung und wer weiß, vielleicht finden wir auch was. Der Feld wird gerade gepflugt und wir sind den ersten nach dem Fluge. Also hoffentlich haben wir Glück. Ja, also bis gleich zum ersten Fund. Fibel. Oh. Ja. Ja, eine Fibel. So, André hat wieder ein Signal. Bro. Ja, das ist ein Draht. Draht. Oh, ja. André hat wieder den nächsten Fund. Ja, noch kein Fund, aber Signal. Ja, ja, Signal meine ich doch. Mal sehen. Also Signal ist schlechter geworden. Kann sein, dass es ein Stück Eisen ist, aber mal sehen. Ja, wieder ein Draht. Sowas passiert hier leider häufig. 85er Signal. Ich habe keine Ahnung, Leute, müssen wir später schauen. Weiter geht's, bis zum nächsten Fund. Hier haben wir ein 92er, 93er Signal. Schön gerade Linie. Was Großes. Hier haben wir ein ganz sauberes Signal, 55, 54. Thank you.
90. Leider Schrott. Ach, Schrott. Ja, also bei mir hat leider nur der Dinar geknallt, sonst leider nichts. Aber ein Silberdinar, ey, tippitoppi Fund. Und jetzt gleich kommen die anderen und dann fahren wir zur nächsten Stelle. Leute, ich bin fertig. Hier sind alles so weitläufig, so groß. Dann die Felder frisch umgepflügt. Das ist so anstrengend, auf den Feldern hier zu laufen. Und alles so großläufig hier. Ja, hier auf dem Feld haben wir leider keine Chance gehabt. Und jetzt fahren wir gleich zum anderen Feld und hoffen, dass wir da Glück haben. So, hier sind wir mal nirgendwo. Kommen dann irgendwelche kleinen Dörfer und dann sind hier die Kühe. Die Küsten miteinander. Ja. Da kommt wieder die Gastfreundschaft von der Ukraine. Hier unsere kleine Mahlzeit. Sergei hat hier ein bisschen was aufgetischt. Ja, so, keine Ahnung, Leute, das muss scharf sein. Das Paprika, bisschen Salami, bisschen Schinken, bisschen Fisch. Käse, bisschen Fisch. Und noch irgendwas. Fisch. 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 Und bisschen Brot. Ja. Und ein super See hier, also drumherum sind Felder und ein See. Das ist... kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Ich meine, der André hat mir im Vorfeld gesagt, Neno, wenn du zu mir kommst, dann siehst du mal Felder, die hast du im Leben noch nicht gesehen. Und das ist wahrhaftig so. Die gehen wirklich kilometerweit. Ganz krass. Und das meiste, was hier auf den Feldern steht, ist halt Mais und Sonnenblumen. Ja, so. Und jetzt heißt es, probieren. So. Spicy hier oder ja, richtig oder bisschen so bisschen mehr als mittel. Okay, ihr wisst ja, ich kann kein Schaf, vielleicht fliegen wir jetzt weg. Ja,
Und das sind eingelegte Auberginen. Mhm. Das ist schon Picobello hier. Mhm. Ein bisschen Brot dabei. Ja. Fisch. Fisch. Mhm. Hier. Lecker Fisch. Ja, ist eine Makrele. Makrele. Mhm. Super. Ah. So, das habe ich auch. Mhm. Man halt. Mhm. Und wo ist der Wodka? Der andere muss nach Auto fahren. Ja. Heute haben wir ein alkoholfreies Ausflug. Gut. Капитально, mm. Спасибо. Да. Чтоб почаще приходите. Даже пакетов с собой нема. 91-го сигнал, 90. Schrott. Immer wieder 88, 91. Wieder Schrott. So, wir sind platt. Also ganz schön anstrengend hier sondeln in der Ukraine, diese Felder. Und gerade wenn die hier gepflügt sind, also brutal. Ich denke, die Ausbeute war trotzdem ganz gut. Ich darf mich nicht beschweren. Ich habe einen Silberdinar gefunden, direkt der erste Fund. Der Rest von mir war leider auch nur Schrott. Sergei hat noch ein Silberamulett, ein Stückchen davon gefunden. Und ein Stück Fibel. Ein Stück Dinar. Und du? Ich habe die römische Bronzemünze gefunden, dann ein Fibel, ein Stück vermutlich, ein Stück von einem großen silbernen Armreif, ja. Und zwei Münzen. Noch. Ja. So, hier ist die Ausbeute. Ja, in diesem Sinne, bis später. Tschüss. So, der Sergei hat uns ja heute zum Sondeln mitgenommen. Und jetzt sind wir im Büro vom Sergei. Und jetzt will er uns einfach, oder vielmehr mir, einfach mal seine Funde zeigen. Und ich bin einfach sprachlos, sage ich ganz offen und ehrlich. So, das sind zum Beispiel nur Silbermünzen. Komplett hier. Sieht man mal wunderschön. Also ganz tolle Funde dabei. Hammer. Da. Warte mal, jetzt kommt die nächste Dose. Okay. Was
пару нумизматов упали в обморок. Бывает. Тут, наверное, такие, ничего интересного. Всякий мусор. По медали, наверное. Значки, медали. Ja. Mehrere davon. Ja. Ganze Kiste voller Knöpfe. Knöpfe, genau. Ja. Und mit wurde noch eine Pension. Wow. Вот это, вот это, ты понимаешь, нашел, сдавайся, мальтийский хлеб среди не определить не может. Это мальтийский хлеб. Das ist irgendein Verteiler, also das kann ich nicht sagen, aber ich gehe davon aus, dass es nicht so alt. Das hier ist sehr alt. Das ist die Kiewer Kultur. Okay. Auch Verteiler, also hier war eine riesige Kette dran. Und das ist so 7. Jahrhundert ungefähr. Ja, das ist eine Münze, so sehen die richtigen Münzen aus. So dick. Das ist die 5 Kopekas von Ekaterina, von der Katharina der Große, von 1769. Oh. Da sind die großen Münzen, das ist der sehr gute Münze. Das sind die 5 Kopekas mit der Kreuzung, das ist auch, die sind ja ziemlich selten. Das ist nicht so selten. Das hier ist auch sehr gut. Ne, das ist ja einfacher. Das ist gut, ich habe jetzt Rico. Das ist gut, ne? So ist es nicht. Das ist ein Kopf. Ach so. Ja, da. Даже не помыли. Тут, знаешь, никогда даже не помытых. Петшафт. О, кольца. Große Silberkreuze. Ja, akkurat noch ein bisschen. Okay. Och, hier wunderschön. Spätachko, Serem. Aber wie viel? Mit Stein. Köche. Das ist aus der Kiewer Russ-Zeiten. Kiewer Russ. Also das sind die 11. Also 11. 12. Jahrhundert. Die Kürze, das ist auch. Ich bin sprachlos. Also das hier ist der 11. 12. Jahrhundert. Тише на фотографии, это было. Это гольдшмук. Он его сейчас ушко. И ganz kleine, feine so eine Perlenknopf. Den kannst du sehen. Kopf. Geil. Also Gesicht. Aber damit man Eindruck bekommt, so groß, und das ist halt der Knopf, hier ist eine Öse drin. Ja. Ja, sieht man kaum, aber... Ja, hier der nächste Silbertopf. Alles so, dann Kaiserzeiten, also das kann man mit Silbergroschen vergleichen von der Zeit hier. Und dann den sowjetischen Silber. Also
Das ist alles 19. Anfang 20. Jahrhundert. Ja, also die Menge. Oh, mit Geraldik drauf. Bisschen Gold. Sekiewer Russring. Ja, die ist auch alt, so um die 300 Jahre alt. Das ja. Schick. Ja, der war mal schön. Wieder Silber. Das sind die silbernen Rubbel. Boah. Das ist quasi wie ein Taler. Das ist nicht Rubbel, das ist Полтинник. Ja, ну там рубли полтинник. Черняхивска. Пляшечка. Sehr schöne Schließe, also römische Zeit. Серебряная цепь. Короче, Anhänger auf eine Silbermünze gemacht. Васильевская цепь. Пронис. Das von also skyphische Schmuck, also Kopfschmuck. Два франк. Also sogar 2 Francs. Also 2 Franken aus der Frankreich auch in Silber hier bekommen. Silberdinar. Silberdinar. Mit Dinar ist es schon gut. Kann ich. Ja, das Leckerschmecker kommt ja später. Also hier ist noch ein Rubbel. Krass. Boah, wie viel Pfeilspitzen. Und übrigens, der Serge hat mir gesagt, er hat schon über 1000 Stück verschenkt. Das ist nur 1 Zehntel davon, was er gefunden hat. Und alle diese Pfeilspitzen, die sind über 2500 Jahre alt, weil die sind ja von Sküfen. Hier sind ja, manche haben sogar Runen drauf, so irgendwelche Inschriften. Hier ist mir noch mit Haken. Man, also viele von denen sind scharf wie am ersten Tag. Guck mal. Krass, wirklich? Ja. Boah. Unterschiedliche Typen, von ganz kleinen, feinen bis zum solchen großen. Krass. Oder die hier. Und das Silber. Wieder Silber. So mit Ringe, Schmuck. Wunderschön. Dann interessant. Батя выкнули, что у меня вывыкнули, если это опять. Ну, вот это вот, скиф. Черняк, вот это кольцо, что покажу. Вот это. Да. Это из römischer Zeiten, der Silberring. Ну, тут, ну. Ну, закрывай. Да. Das war bestimmt gut, aber für hier Schrott. Разная мелочь. Wieder vor irgendwelche kleinen Münzen. Das ist auch die Pfeilspitze. Wow. Für irgendwelche kleine Münzen. Wie er sagt, nichts Besonderes. Ты скажи, что они настоящие, чтобы не было. Boah. Und die sind hier nicht echt. Die nicht echt? Die nicht echt, nein, nein, nein. Aber das sieht aus wie ein fetter Trummer, ne? Ja, ist das auch, aber das ist ja... Nachgemacht. Absolut. Und das ist auch der Skyphen-Schmuck. Also über 2500 Jahre alt. Okay. Und okay. So, jetzt kommen langsam die Schätze. Це інтересно, що у Діброньову, що ти казав, де ми ходили, це фібула от цього поля, скажи. Це зілба фібула. А що? Нічого. А я не шов кусочок. Wunderschön. Це ті, що дорогі, пані. Це sind die guten, wie sagt, die guten Dinare. Дивися, як там це. Галера. Mm-hmm.
hier. Und die restlichen. Bei uns ist ja von Bospor wurde bei Skyfern genutzt, also auch so zweieinhalb, also 5. bis 7. Yes. Jahrhundert vor Christus. Sein Dupondius, also frühere Prägung, weil aus Silber ist. Das ist auch Bospor, ne? Das ist auch Bospor. Nein, das ist Черняхи. Aus Bospor, точно. Das ist auch Bospor. Das ist auch Bospor. Hier ist das Gesicht, вот так ты правильно держался так. Ah, hier ist der Kopf. Das sind die Raritäten. Вот das ist ein Metallica. Orden. Ein Kreuz. Hier ist eine Medaille. Auch ziemlich alte. Das ist für Krimkrieg mit Osmanen. Ja. Dicke Kopeke Petrovski. So, das ist halt eine Münze, damit man dann krass, ne? Eindruck bekommt. Разные хлам тоже, это такие Катькины. Das ist für Serge Schrott. Ja, ja. Die Münzen. Also wenn man die 5 Stück findet und dann in der Hosentasche tut, dann verliert man die Hosen auf dem Weg. Ne? Da sind die dicken Münzen. Also. Wahnsinn. Wahnsinn. Nicht aussortiert ist, da liegt noch einiges drin, einige Münzen, Denaren, Schmuck, alles Mögliche. Schmurdjak по цим по черняхам разно средневековье такие обломки Fibel. Also alles was man hier Schrot nennt. Fibel tonnenweise. Это же тоже фибула. Да. Как окна. Да скажи ему 6 часов. Омега фибель. Ja. Liegt im Spott. Ne? Скажи ему, что это 6 часов. Es ist von Kuckucksuhr. Ja. Nicht was du denkst. Ich hab. Hülse. Тут разные такие. Oh, Pfeilspitzen, große Pfeilspitzen. Das sind keine Pfeilspitzen, sondern eher Speerspitzen. Genau. Das sind die Speerspitzen. So, auch damit man deren Dimensionen versteht. Das ist der Pfeilspitze zum Beispiel, aber großer. Ja. Ja. Das sind die. Geil. Ja. Das sind die Speerspitzen. Oh. Was, sag ich mal. Soldaten. Oh. Wie die alten Zinnsoldaten sind genau. Das, ne? Ja. 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 Irgendwelche Zinnsoldaten. Ja. Aber sowas findet man auch. Glöckchen. Ja, von Kerzenstämme. Ja. Also nichts Besonderes. Ja, für ihn ist das nichts Besonderes. Ja, für mich auch. Ложки. Ложки, вилки. Ложки, вилки. Ухо, alles Mögliche da. Schlüssel, Löffel, Verteiler. Glöckchen. Kristalle. Das ist zum Beispiel dann, um Feuer zu machen. Weißt du, Feuer zu schlagen. Okay. Kiewska Rus. Ja, auch der Kiewer Rus.
Zeiten. Schlüssel? Ja, nein, das ist ja von einem Samovar. Was ist das? Was ist ein Samovar? Tiefkühl. Nee, Samovar, das ist wo Wasser heiß gemacht wird, so ein Pott. Pott, genau. Ja. Also Traditionspott. Ja, das ist ein Teil von russischen Adler. Das sind alles Münzen. Ich meine, seht ihr, ne? Brutal einfach, die ganze Kiste voller Münzen. Die Sowjetka. Und noch Münzen. Alles schon aus, was ihr da fliegt, alles auseinander. Короче, все советское вот. Also sowjetische Münzen. Ja. So paar. Okay. Das ist ein Geschenk für dich. Oh, danke schön, Sergei. Ja, da habe ich zwei Pfeilspitzen, die kommen natürlich in die Vitrine. Ui, boah. Jetzt. Dankeschön. Drei. Alle gute Dinge sind drei. Drei. Ah, yes. Ja. Also diesen Axt hier, der ist ja über zweieinhalbtausend Jahren alt. Und zum ist dieser. Der hier ist ca. 1000 Jahre alt. Die hier ist ja ein bisschen junger, schätze ich mal 300 Jahre alt von der Kosakenzeit. Ja. Из пограничного столба таблочек. Внизу. На чермет принесли.